Ja, so, guten Morgen. Viele von euch haben sich ja dafür interessiert, nochmal oder haben ja in die Kommentare geschrieben, sie würden sich nochmal für das interessieren, wie ich fütter. Dann will ich euch das mal zeigen. Also eigentlich ein ganz simpler Aufbau. Ich nehme euch mal näher. Wir haben im Prinzip, ist das wirklich den IBC-Container, den habt ihr ja schon von den anderen Videos gesehen. Von dem IBC-Container geht es mit dem 2 Zoll Rohr oder Schlauch in diese Benzinpumpe rein. Und von dieser Benzinpumpe gehe ich mit dem 1 Zoll Schlauch weiter auf diese Zapfpistole. Und ja, ist eine 6,5 PS, glaube ich, Benzinpumpe. Also ist ja auch, man sieht hier ein asiatisches Modell. Aber ich bin da eigentlich top zufrieden. Ich meine, was passiert, ist der Starter, das Starterseil reißt immer. Das ist eine günstige Qualität. Aber da habe ich ein Ersatzteil, oder das ist jetzt das Ersatzteil schon. Da werde ich mir aber einfach ein Nylon-Starterseil kaufen, das wohl ein bisschen stabiler ist, dann ist das Problem erledigt. Vom Prinzip funktioniert das super. Ich habe diesen 1-Zoll-Schlauch nochmal unterteilt in 250, ungefähr 2,15 Meter Stücke. Dann kann ich das immer je nach Länge variieren, was ich brauche, und muss nicht immer diese ganze 30 Meter durchziehen, wenn ich es nicht brauche. Mit Zuckerwasser total problemlos. Ne, auch mit diesem 3 zu 2 Verhältnis völlig problemlos, auch wenn es kalt ist. Sirup geht im Prinzip, wenn er so ab 20 Grad. Ne. Drunter wird es sehr, sehr zäh und ja, geht auch, aber braucht ewig einfach. Und da füttere ich einfach meine Bienenvölker, weiß ich nicht, sagen wir 20, 30 Stück. Jetzt mit Schlauch aufbauen, Hahnen zu, leer laufen lassen, eine halbe Stunde vielleicht. Sowas, ah, ne, nicht mal, Viertelstunde, ne, Viertelstunde. Also das geht wirklich sehr entspannt. Das mache ich jetzt nochmal hier, oder ich füttere, kontrolliere jetzt nochmal das Futter bei meinen Wirtschaftsvölkern, die auch nicht mit der totalen Brutentnahme behandelt sind. Bei denen, die füttere ich jetzt im Prinzip fertig, die wiege ich und dann füttere ich die auf, zumindest weitgehend. Jungvölker und diese totale Brutentnahmevölker, da warte ich noch. Ne? Die haben zwar auch, die kriegen immer mal wieder was, ein bisschen, aber die mache ich jetzt noch nicht aufs Endgewicht. Einfach, dass die noch mehr Platz haben für die Brut. Und da habe ich auch noch Zeit. Die Wirtschaftsvölker, die, wo wie gesagt, nur mit nassen Heiterverdunster behandelt worden sind, die füttere ich jetzt auf und dann bekommen die im Prinzip die zweite Ameisensäurebehandlung noch, sodass wir da um den Oktober, ne, 1. Oktoberwoche, Ende September, komplett fertig sind. Ich meine, dieses Jahr bringen sie ja wirklich noch mal 2 Wochen schönes Wetter. Da gibt es ja auch wahrscheinlich keinen Stress in dieser Hinsicht. Ja, das ist es eigentlich zu diesem Thema schon mal zu sagen. Also ich habe jetzt hier alle gewogen. Die sind jetzt an dem Bienenstand, brauchen die wirklich noch Futter? Also die kriegen jetzt auch, wer da meint, den Nikophytro voll. Die stehen ja ein bisschen schräg. Ne? Wenn der Nikophytro ganz gerade steht, gehen ja 10 Kilo rein. Bei mir stehen die ja nie super in Waage und dann geht immer weniger rein. Dann sind wir irgendwo bei 6, 7 Kilo, was ich da reinkriege, da mache ich die mal voll. Dann werde ich sie, wenn die leer sind, werde ich sie nochmal mit dem nassen Heiter behandeln, weil da habe ich nachgeschaut, das ist ja schon notwendig. Und dann mache ich dann, wenn ich dann auch meine anderen Völker nochmal fütter, dann mache ich hier auch nochmal eine letzte Futterkontrolle und gebe vielleicht noch was oder auch nicht. Also das ist jetzt hier mit meinem Aufbau wirklich ganz entspannt. Im Prinzip stelle ich mir das hier so rein. Und zwar lasse ich das im Prinzip auf dem Hänger stehen, dann wann ich anfange zu füttern, also irgendwann Anfang August, bis ich wirklich total fertig bin. Ich fülle den IBC-Container immer wieder auf
habe aber den Aufbau immer hier und dann kupple ich den Hänger an und fahre meine Runde und mache damit auch gleich meine Kontrollen. Und da fließt es eigentlich, da geht es wirklich ganz entspannt. Ich meine, es ist körperlich auch nicht anstrengend. Im Vergleich, ich habe ja auch schon fast 200 Völker von Hand gefüttert, also mit dem Eimer. Und das war ja wirklich eine Plagerei. Und da ist es ja wirklich ganz entspannt. Also wie gesagt, die Pumpe um die 100, 120 Euro. Dann ist noch der Adapter. Die Adapter vom IBC in die Pumpe rein mit diesem Schlauch und der Adapter von der Pumpe auf den 1-Zoll-Schlauch. Sag mal auch noch mal 50 Euro. Da sind wir insgesamt bei 170 Euro. Der IBC-Container, gut, die habe ich stehen. Rechnen wir auch noch mal mit 60, 70 Euro, ich weiß es nicht. Und dann sind wir großzügig bei 250 Euro. Und ich meine, das sollte jetzt wirklich nicht das Problem. Der Schlauch noch? Ja, der Schlauch ist bei den 250 Euro inkludiert. Das sollte ja wirklich nicht die Summe sein, indem er seinen Rücken malträtiert hat. Ne? Weil ich gehe jetzt auch mal davon aus, ich weiß nicht, die Pumpe wird mir nicht 10 Saison halten, aber 2, 3 Jahre hebt die bestimmt. Und ja, Mai. Das ist halt dann so. Ne? Meine Alternative sind eben, was mir viele empfohlen haben, sind diese Honda-Pumpen. Die kosten um die 600 Euro. Die läuft immer auf Schlag auch an. Ja, das muss ich sagen. Da sind die eigentlich auch ganz gut. Und irgendwann wird sie kaputt gehen. Sie geht dann kaputt, wenn ich sie unbedingt brauche. Dann werde ich mich ärgern. Aber Mai, das wird man jetzt wie gesagt, ich habe das jetzt einfach ausprobieren wollen. Und solange die läuft, läuft die einfach. Ja, das war es eigentlich mal bei mir zum Thema Füttern. Ah, eine Frage war noch, wie ich das Zuckerwasser in den EBC-Container kriege. Oder wie ich das mische. Ich habe jetzt gerade nichts gemischt. Oder beziehungsweise das letzte Mal, wo ich gemischt habe, wo habe ich es zwar gefilmt, aber irgendwie entweder war ich zu blöd oder die Kamera, auf jeden Fall gibt es keinen Film davon. Hat irgendwie nicht aufgenommen. Da habe ich im Prinzip so eine große Tauchpumpe. Jetzt nicht die, was es im Baumarkt gibt, sondern jetzt eigentlich so ein Anschluss für so einen Feuerwehrschlauch. Hat sie 3000 Watt, glaube ich, sowas, oder dreieinhalb oder zweieinhalb. Sowas ist so lang, ne, aus Metall. Die kommt da rein, das Wasser kommt rein, den Zucker kommt rein und dann lasse ich die laufen. Meistens mache ich das irgendwie, mache ich das nach dem Mittagessen oder lasse ich die halt 3, 4 Stunden laufen. Ist ja elektrisch und dann wirbelt die das da drin rum und dann ist das aufgelöst und dann ist das für mich erledigt. Dann tue ich im Prinzip erstmal, also den Zucker tue ich nicht auf einmal rein. Also ich tue einen Großteil vom Zucker rein, dann lasse ich es 1 Stunde oder 2 Stunden laufen und dann leere ich den Rest nochmal dazu und dann geht es wirklich. Ganz entspannt. Da ist jetzt halt in dem Aufbau einfach das Problem. Man muss den Zucker ja von oben rein leeren. Und gut, dann da muss man den Zucker halt von der Hand anpacken. Weil ich habe noch keinen Stapler. Und das ist dann im Prinzip beim Füttern mittlerweile die einzigst körperliche Arbeit. Ja, ansonsten kann man sagen, den Bienenvölkern geht es wirklich gut. Dem YouTube-Kanal geht es ja auch gut, ne? Also freue mich da wirklich, wie viele Daumen nach oben ich bekommen habe in den letzten Videos. Und die Abonnentenzahlen steigen auch stetig aufwärts. Also das ist eigentlich für mich ganz schön. Wenn ihr noch Fragen zum Thema Füttern habt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und sonst auch nochmal, also ich möchte ja die Böden umstellen auf Nikurböden. Wenn ihr da Erfahrungen habt, schreibt es mir einfach bitte gerne auch in die Kommentare. Ja, und sonst wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Hoffe, dass es bei euch beim Einfüttern und bei der Varroa-Behandlung auch so geschmeidig läuft wie bei mir dieses Jahr. Und ja, mehr bleibt momentan nicht zu sagen. Also macht's gut. Tschüss, ade.